Oh, ihr seid ja auch schon da. Ja, da muss ich ja. Ja, herzlich willkommen zu Infra. Zurück und so. So. Also, wo waren wir denn stehen geblieben hier? Es ist wieder eine neue Aufnahme mittlerweile, deswegen muss ich jetzt erstmal gucken. Ich glaube, wir waren da stehen geblieben, dass wir nicht weitergekommen sind. Ach ja, genau, mir ist da was aufgefallen. Ein Moment, da gehe ich gerade mal hin. Hallo, sprinte ich? Ja, ich sprinte. Ja, wir sind ja nur ein Büromensch, da sind wir natürlich ein bisschen langsamer unterwegs, das ist natürlich ganz klar. So, und zwar war doch da unten ein Bötelein und das werden wir wahrscheinlich nicht nehmen können, aber hier war auch eine Treppe und da waren wir doch nicht unten, da wollte ich jetzt erstmal gucken. Boah. I have like a ton of these things. Ach, Herr Jemine, ich hoffe, dass wir das nicht brauchen werden. Denn bis ich... Boah. Bis ich da was finde, wo ich das reinstecken kann... wo ich das reinstecken kann, weißt du? Was? So, was ist denn... hallo? Ich wollte gerade sagen... So, das geht doch gleich ins Wasser, oder? Und da wollte ich meine Taschenlampe anmachen. Und dann höre ich Geplätscher. Und natürlich gehen wir dabei drauf. Ist natürlich klar. Ist ein gefährlich. Ist ein harter Job. Alter, Büro. Ja gut, wir sind ja nicht im Büro, aber ist halt eigentlich trotzdem unser Job. Irgendwie schon komisch. Warte mal gerade. Ich muss mich gerade mal... So, ja, so ist besser. Ah, so ein bisschen ordnen hier. Huch, Hilfe. Das ist aber nicht so gut. Ich render gerade im Hintergrund, deswegen ruckelt das wahrscheinlich ein bisschen. Ab und zu. Hoffe nur, das wird nicht nochmal vorkommen. Hallo, Alter, meine Maus! Hilfe. Die Dinger sehen ja so aus, als könnten... Filtration? Und da steht nichts dabei. Als könnten sie aufgehen. Ich meine, das leuchtet grün, das leuchtet rot. Das muss ich ja auch nicht verstehen, ne? Okay, so, und die Türen, die gehen ja nicht auf. Genau, so. Ja, halt, das, nein, geht nicht auf. Okay, wir haben das aufgedreht. Warte, wo haben wir denn so einen Bildschirm? Da hinten ist so ein Bildschirm, alles klar. Warte mal. Guck ich gerade mal. Hilfe, alter Schwede. So, wir haben da oben, ja, Koagulation, was auch immer das heißt. So, dann Fliege. Low pH, geringer pH-Wert. Ah ja, mhm. Flokulation, Desinfektion. Ja, also meine Vermutung wäre natürlich jetzt, dass wir das alles zum Laufen bringen müssten. Was aber natürlich auch heißt, dass wir die Pumpen wieder anmachen müssten, glaube ich, oder? Oder müssen wir vielleicht erst die Rohre machen? Warte mal, pass mal auf. Wir gehen mal gerade. Ich habe meinen Zettel noch hier liegen. Da steht ja dann noch alles drauf. So. Meine Vermutung war nämlich auch, da steht ja als erstes Koagulation, bla bla bla, dann Flokulation. Und dann Sediment, bla 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 bla. Und da dachte ich jetzt... Warte mal, das ist ja offen. Verdammt, verdammt. Oh je. Ich dachte mir jetzt, vielleicht ist das nur ein bisschen komisch geschrieben auf dem Zettel und es heißt halt Sedimentation von Flokulation. Keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Und dann Filtration. Desinfektion haben wir aber auch noch nicht gefunden. Ich mache das jetzt einfach mal zu, denn es auf dem Zettel steht ja, das muss in der richtigen Reihenfolge sein. Hilfe. Bitte nicht buggen. Da steht, das muss in der richtigen Reihenfolge... Bitte geh da mal raus. Hallo, Marc, danke. In der richtigen Reihenfolge sein. Und Desinfektion fehlt ja auch noch. Also wenn Flokulation nicht... wenn wir das nicht einzeln brauchen, dann... tja... dann dürfen wir ja alles haben, bis auf Desinfektion. Aber ich weiß eben nicht, ob wir das einzeln brauchen. Warte mal gerade. So, ich richte das mal kurz. Ja. So, ich weiß, wie gesagt, ich habe leider keine Ahnung, ob wir das einzeln brauchen oder nicht. Warte, was war hier noch? Raw Water Pool und ja. Warte mal. Hallo.
Ja, ich bin F gewöhnt. Flocculation Pool and Sewer Pipe. Nee. Da ging es ja nicht lang. Ich bin überfragt. Warte. Oh, da geht's ja rein. Ach, guck mal. Ja, ich bin mir sicher, das ist gewollt. Das ist bestimmt gewollt. Das groovt einfach mit dem Radio ab. Was ist denn, wenn ich den Radio ausmache? Kann ich gar nicht. Okay, oh. Oh nein. Okay, ich schätze, wir haben es gefunden. Warte mal, was? Aber was ist das? Das ist, Pump on off. Wie viele Pumpen gibt's denn hier? Hilfe. Ja, da steht halt jetzt leider nichts dabei, was das ist, ne? Oder ist das irgendwo rauszufinden? Oh yeah. Ja, das ist, ich bin mir sicher, das ist wirklich gewollt. So. Okay, warte, pass auf, wir holen erstmal das Rädchen. Könnte natürlich auch sein, dass wir mehrere brauchen, die wir dann auch beim, an mehreren Orten reinstecken müssen. So. Zart. I have like a ton of these things already. Huch. So. Bitte nicht verlieren. So. Tja, ich bin echt ein bisschen überfragt. Es wäre schon praktisch, wenn überall dabei stünde, wofür das... Oder steht das hier außen dran vielleicht? Warte mal gerade. Wobei, vielleicht können wir das ja irgendwie rausfinden. Ja, doch, das könnte sogar sein. Oder da gucken wir gleich mal. Oder steht es hier? Achso, Sewer Pipes A1 und A2. Hä, warte, ist doch nur eins, oder? Ist doch nur ein was... Nur ein Ding ist hier drin. Uff. Warte mal. Ah, jetzt ist... Ändert sich da was? Nee, ne? Nee, da ändert sich gar nichts. Verdammt. Waterflow stoppt. Ja. Warte mal. Sollen wir vielleicht die Pumpen gerade mal wieder anmachen? Ich weiß nicht. Ich denke mir halt, es muss doch irgendeinen Grund haben, dass man die ausmachen kann, oder? Oder ist das einfach nur ein Gimmick? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir auch einfach nur ein paar anmachen. Das kann natürlich auch sein. Es ist gerade sehr laut. Das tut mir leid. So. Alter Schwede. So, raus hier. Ich weiß nicht. So, jetzt gucken wir mal auf dem Bildschirm. Jetzt sollte ja da nichts mehr stehen, dass da Waterflow stopped ist. Doch. Oder es dauert noch ein bisschen. Nee. Oh, aber warte, die da unten sind jetzt grün. Ich glaube... Ich bin mir nicht sicher. Warte mal gerade. Ich schalte mal ganz kurz eine aus. Ach, Mann. Ja. Das sind die Pumpen. Alles klar. Halt. So. Dann schalten wir die wieder ein. Mann, ist das laut. Vielleicht kann man die auch einfach nur ausmachen, weil sie so laut sind. Kann natürlich auch sein. Könnte ich mir sogar vorstellen. So, okay, die Wasserpumpen sind an. Oh, verdammt. Desinfektion ist aber alles... Läuft aber alles anscheinend. Komisch, warte mal. Was genau war das jetzt nochmal? Das war nur Sewer Pipe? Ah, Flocculation Pool. Ach, und Raw Water Pool, ja. Okay, warte. Ja. Vielleicht müssen wir einfach nur dieses Warning Waterflow Stop wegkriegen. Das kann natürlich auch sein, ne? Warte mal. Wo war das immer? Da hinten war das, glaube ich. Ne? Da stand was von geringem pH-Wert. Steht das jetzt immer noch da? Oder haben wir das irgendwie gelöst?
Nee, das steht jetzt nicht mehr da. Oder das kommt als nächstes Problem, wenn wir den Waterflow wieder... Was hätte ich denn danach jetzt noch gemacht? Hatte ich noch irgendein Röhrchen abgedreht? Da oben, haben wir da unten was rumgedreht? Ach ja, klar, natürlich, wir haben die jetzt zugemacht. Ja, genau. Genau. Ja, wir müssen halt jetzt erst noch Desinfektion finden. Und dann... ich weiß auch nicht. Und dann könnte es vielleicht weitergehen. Oder das ist vielleicht doch Desinfection. Es ist auf jeden Fall ein graues Rohr, aber das sagt natürlich hier nichts. Es gibt nur eins, das eine andere Farbe hat und das ist hier keine Ahnung was. Okay, wie soll ich denn da irgendwas rausfinden, ey? Boah. Raw Water. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich müsste mich einfach drauf verlassen, was bei den Rohren direkt dabei steht. Und was ist das nochmal genau? Warte mal. Ich drehe mal eins auf. Oder zu. Keine Ahnung. Die Richtung ist ja irgendwie falsch, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das ändert... Doch, da! Sedimentation? Ist das die Sedimentation? Warte, ich mache die anderen auch noch aus. Die Sedimentation. Was ist das denn? Also. So, dann machen wir auch noch zu. Ja, ich glaube, ich habe es gerade auch gesehen, hinten auf dem Bildschirm, wie sie es geändert hat. So, lala. Jawohl, also das war richtig zu, ne? Ich will ja nur mal gucken, so. Jawohl, jetzt ist das alles zu. Könnte natürlich auch sein, dass die Reihenfolge völlig scheißegal ist und der Zettel einen einfach nur in die Irre führt quasi. Aber das glauben wir jetzt einfach mal nicht und drehen jetzt erstmal alles zu. Ja, das heißt, wir müssten... Okay, Koagulation ist ja dann eigentlich egal, ob wir das zu haben oder nicht, weil das ist ja sowieso das Erste. Ja, da ist halt noch Filtration irgendwas. Alter, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Die Pumpen werde ich gleich auch erstmal wieder ausmachen. Die werden wir wahrscheinlich als letztes starten müssen, schätze ich mal. Ach da, Flokulation zeigt er jetzt an. Da hängt es. Es hängt bei der Flokulation. Ja, ich weiß nicht. Wir haben ja jetzt an sich hier alles zugedreht, was wir haben, glaube ich. Ne? So, da ging es ja nirgendwo rein. Auch wenn ich da echt gerne rein würde und mal erkunden würde, was am Ende des Ganges ist. Haha, geh in Inder aufs Klo und frag, wo ist das... Entschuldigung. Es war ja völlig falsch angefangen. Geh in Inder im Restaurant, frag da, wo der Klo ist am Ende des Ganges. Ja, der war einfach total gut erzählt. Einfach, wow. Es ist eine Meisterleistung, die ich mal wieder da dargelegt habe. So. Warte mal, da können wir nichts dran drehen, ne? Nee. Okay. Alles klar. Da auch nicht. Na, da waren wir drin. So. Halt, warte, das da. Jetzt nochmal ganz genau gucken. Nee, da ändert sich gar nichts. Okay, das ist mir aber erstmal egal, weil ich, wie gesagt, erstmal alles zu haben. So, dazu gehört natürlich auch das. Guck mal, das dreht sich in die richtige Richtung. Okay, alles klar, das ist zu. So, ja, die Pumpen, die mache ich gerade mal aus. Alter. Die pumpen ja wahrscheinlich gerade eher nur Luft.
schätzungsweise. Ja, Sewer Pipes. Könnte natürlich auch sein, dass wir erst die Sewer Pipes aufmachen müssen und dann... Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, müssen wir diese Sewer Pipes jetzt alle öffnen vor dem ganzen Gedöns, was wir da haben, oder nach dem ganzen Gedöns? Ach, Mann. Ich bin so überfragt, Leute. Ich bin so überfragt. Was ist das? Das ist nichts. Ach doch, da ist aber Wasser drin, ne? Da ist auf jeden Fall jede Menge Wasser drin. Warum ist da unten ein Boot, bitte? Ist da irgendwo ein Ausgang vielleicht? Da können wir ja mal gucken. Vielleicht müssen wir im Endeffekt den Wasserpegel da drin runterbringen, dass wir das Boot nehmen können. Aber ich glaube, da geht es nirgends raus. Nee, ich glaube nicht. Würde mich allerdings ehrlich gesagt auch stark wundern. Wobei, warte mal. Naja, da hinten könnte es natürlich rausgehen, ne? Ja doch, das... Ja doch, das könnte sogar sein. Dann müssen wir vielleicht wirklich den Wasserpegel senken und dann mit dem Boot verschwinden oder so. Ich bin überfragt. Ich weiß es nicht. Ach so, ja, jetzt sind wir schon wieder hier, ja. Alles klar, sehr gut. Ach, okay, aber... Warte mal. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4 auch schon wieder. Ist das vielleicht die Desinfektion? Pumping Solutions. I have no idea. Warte mal, da kommen wir nicht rein, ne? Nee. Flokulation. Es flokuliert. War das? Nee, ja, ist klar. Ja, gut. So, dann mal da hoch. Und hier... Achso, da haben wir ja Knöpfe gedrückt, ne? Ja, das ist alles zu... Oder aus, besser gesagt. Ja, verdammt. Dann ist das auch nicht die Desinfektion an sich, ne? Kann ja dann gar nicht sein. Ja, da geht eine Leiter runter. Das wird uns allerdings auch nichts bringen, da wir ja, wie gesagt, uns wie eine Tablette auflösen, sobald wir Wasser berühren. So, ich gehe mal da hinten lang, ne? Einmal hier hoch. Dann haben wir hier den Raw Water Pool. Ich mache hier jetzt auch erstmal zu, ne? Ich mache erstmal dicht. So, da ist die Filtration. Aber für Raw Water... Ah, Mann, ich bin so überfragt, ey. Vielleicht geht's hier am Ende sogar weiter, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe wirklich keine Ahnung. Naja, hier können wir ja auch weiter nichts machen, glaube ich. Oder können wir vielleicht in irgendeinen PC gehen oder so? Oh, wir können dann im PC... Okay, aber ich glaube, hier können wir auch nur gucken, ne? Exit Level, bla bla bla, Lockout, ja. Ich kann da wohl nichts andrücken. Nee. Guck mal hier, Kaisung MHD27H. Ja, keine Ahnung. Leider kann ich so nichts machen hier. Da können wir uns also auch nur das Ding angucken. So, da komme ich nicht ran. Da auch nicht. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Correct Order. Koagulation, steht nichts dabei. Fluctuation. Something is wrong with the main pool. Und darunter Reverse Pools. Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Ich habe doch keine Ahnung. Ist das wirklich... Ich weiß auch nicht, ob es wirklich so ein Riesenrätsel ist, wie das, für das ich es halte. Weil es sind ja tausende Rohre, die wir hier drehen können, ne? Ah.
Ach, ich weiß ja auch nicht. Waren wir denn schon hier da hinten? Kann es sein, dass wir da herkommen? Nee, Moment, nee, da kommen wir nicht her. Da ist auch wieder so ein Display. Ich bin echt überfragt. Koagulation ist immer noch offen. Ja, das ist ja ganz toll. Da steht natürlich immer noch Waterflow stopped. Ja, jetzt frage ich mich aber, wir haben den Waterflow eben gestoppt. Und davor hieß es geringer pH-Wert. Wie soll ich das verstehen? Wie soll ich das verstehen? Weil, heißt das, wenn ich das wieder rückgängig machen würde, dass wir dann schauen müssten, dass der pH-Wert runtergeht oder hochgeht oder so? Oder. Oh, warte mal. Oh, hey. Ach, Flokulation. Alles klar. Boah, ich wäre ausgerastet, wenn ich daran jetzt hätte drehen können, ey. Boah. Vielleicht haben wir ja gar keinen zu geringen pH-Wert, wenn wir es in der richtigen Reihenfolge machen, wisse. Das habe ich mir jetzt gerade gedacht. Das könnte natürlich möglich sein, ne? Ah ja, jetzt ist hier Flokulation aus, alles klar. Also, Flokulation, Sedimentation, ja, Filtration ist halt noch was an. Filtration ist noch an. Das ist nicht gut. Die müssen wir noch auskriegen. Aber wie? Aber wie? Ich bin überfragt. Oh Mann. Oh oh. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier wieder ewig festhängen werde, so wie, ja, so wie damals an sich. Oh Gott. Das war aber auch. Da habe ich mich aber auch dumm angestellt. Ich stelle mich hier wahrscheinlich genauso dumm an. Ist doch klar. So, da unten war nichts, wo wir dran drehen können, ne? Die Filtration, die müssen wir noch auskriegen. Warte, ist hier vielleicht was? Nee. VOD4. Die Filtration, ja. Müsste ja auch angeschrieben sein, theoretisch. Warte, so eine Hütte haben wir nicht nochmal irgendwo, ne? Und da hinten, da wird es wahrscheinlich auch nicht rein. Nee, da geht's nicht rein. Das kannst du vergessen. Achso, das war da. Hinter uns. So, das können wir nicht. Das wäre ja auch schrecklich, wenn wir so ein kleines Ding drehen könnten, ey. Boah. Nee, das. Oder? Nee, das bringt. Och, alter Schwede. Das bringt auch nichts. Ja, wie gesagt, ich bin leider am Rendern, deswegen, ja. Aber ich denke, solange das nicht zu häufig ist, nee, das ist ja alles dicht. Ich hatte doch da unten jetzt wirklich beides dicht gemacht, ne? Ja, ist beides dicht. Da ist ja auch einmal Filtration dabei, glaube ich. Ne, ja, da ist einmal Filtration dabei. Das wollte ich gar nicht. Da mal ein Foto von der Spinnwebe. Okay, nee, doch nicht. Hätte ja sogar sein können, ne? Man weiß es ja nicht. So, aber wie gesagt, da wird der Cursor ja kleiner. Falls wir was zum Fotografieren haben sollten. Hallo. So. Mann. Hä? Ach, verstehe. Ich bin an mein Mausrad gekommen. Yeah. So ist das also. Kriegen wir vielleicht später noch mehr Items, wenn wir das mit einem Mausrad auswählen können. Warte mal, wenn ich die Leiter da hochgehe. War da dann was? Das wäre jetzt meine letzte Rettung quasi, glaube ich. Ach so, ne, da ist nur die Tür. Ne, hier hinten war gar nichts, ne? Ne, da war einfach gar nichts. Ja, nichts.
unnütz. Oh. Oh, scheiße, Hilfe. Da liegt eine Keycard. Nee, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht, ne? Boah, Alter, wie lang... Boah, scheiße, jetzt... Boah. Jetzt stellt euch mal vor, ich wäre entweder gar nicht da hochgegangen oder wäre einfach gerade da runter, ohne das zu sehen. Boah, da hängst du ja Jahre dann dran, wenn du sowas übersiehst. Oh, das ist so gemein. Das ist so gemein, Alter. Und ich glaube, das Gemeine daran ist halt, dass es wahrscheinlich zielführend ist, oder? Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur ein Gimmick war, ehrlich gesagt. Aber wir gucken mal. So, da bin ich jetzt sehr gespannt, natürlich. So, ja, keine Ahnung. Wo hatten wir denn die Tür? Wo war denn, wo ist denn, wo haben wir denn? Das ist nicht die Tür, nein. Nee, noch einer hoch vielleicht? Nee. Ja, dafür brauchen wir eine Yellow Card. Haben wir auch nicht. Achso, Moment. To Victor, you want a damn beer game. Also beim Victor könnten wir eine Yellow Keycard bekommen. Vielleicht geht Victors Raum ja mit einer orangenen Keycard auf. Kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Ich müsste ja erstmal den Raum finden, der noch gelockt war. Noch ein runter? Ah ja, da hinten. Na, da steht kein Name dran. Da steht broken. Das ist also nur dann broken, wenn Fire Alarm on ist. Nur das funktioniert nicht. Aber das normale Andocken funktioniert. Und verstehe, das hätte ich nicht gedacht, dass wir hier sind. Dass das hier angrenzt ans Büro, das finde ich ja cool. Aber das hilft uns natürlich in keinster Weise weiter. Verdammt, haben wir noch eine orangene Tür. Moment, die Toiletten gehen auf. Da gucke ich doch gerade mal... Huch, gucke ich doch gerade mal auf den Toiletten. Wir müssen auf jeden Fall zu Victor. Huch. Ah. Nur wie kommen wir zu Victor? So, ich glaube ja nicht, dass hier was... ja, Alter, was Wichtiges drin ist. Okay, so. Ich weiß nicht, ob wir noch eine orangene Tür hatten sonst. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn da? Ach, da ist der Wasserpool. Ah, verstehe. Oh, oh. Alles klar, sehr gut. Huch! So, hier waren wir, glaube ich, schon drin, oder? Oh, Alter, was ist das denn? Hilfe, das ist ja furchtbar. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, liegt hier irgendetwas? Nö. Ja. So, auf jeden Fall der nützlichste Raum, den ich nur kenne. Alter Schwede, ich glaube, ich sollte vielleicht doch nicht spielen, wenn ich render. Hilfe, das ist ja furchtbar. Warte mal. Ich gucke jetzt erstmal, wo Victor sein Zimmerchen hat, ne? Thomas und Vanessa, aber halt, Moment. Vivi Bonda? Nee. Nur selbst wenn wir jetzt Victors Zimmer finden, oder Büro besser gesagt, dann bringt uns das natürlich auch nicht so viel weiter, denn wir haben ja schon alle Türen durchprobiert, ne? Urban Legend, Chris Jesus. Roy Dijkstra? Ne, da geht ja nichts auf. Alter. Bitte beherrsch dich, Spiel. So. Wo ist Victors Zimmer? Weiter hoch können wir nicht, oder? Ach so, doch, ja. Aber hier ist natürlich nur... Ist das
Müssen wir hier lang? Müssen wir da weiter? Ich weiß es nicht. Das könnte natürlich sein. Ja, noch keine Ahnung, warum das nicht aufgeht. Ja. Nee, genau, hier haben wir gerade geguckt. Roy, Chris, bla bla bla. Aufzug funktioniert auch nicht. Mann, 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 was eine Drecksbude hier, wa? Oh, da ist das da hinten. Nee, das, da steht auch nichts dabei. Victors Büro ist einfach... Irgendwie... Finde ich ja nicht. Tja. Ach, ich weiß doch auch nicht. Menno, 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 Menno. Was ist das? Ach, ist das nur wegen Licht, wa? Ja, also da bin ich jetzt doch sehr befragt. Ich weiß nicht, wir können natürlich jetzt versuchen, einfach das ganze Zeug aufzudrehen und so, aber ich weiß nicht, ob uns das gut tun wird, ne? Wir können höchstens das, was wir haben, in der richtigen Reihenfolge anwenden. Ich weiß es nicht. Flokulation, ja. Ne, die Desinfektion. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Tja. Naja, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut, weil wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde. Tut mir übrigens, wie gesagt, leid, wenn ich nicht in die Kamera gucke, sondern oben drüber, weil da sehe ich mich nämlich und ja, das ist sehr verwirrend immer irgendwie. So. Es ist wie ein Unfall, man muss einfach hinsehen. Nee, so. Erstmal selbst gedisst, okay. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Kamuno.